Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein neues Format und zwar die Reihenvorstellung. Hier geht es vor allem um Reihen, wo es zu jedem Teil eine neue Geschichte gibt, einen neuen Charakter, der vorgestellt wird und aus dessen Sicht geschrieben wird. Und ich beginne einmal mit der Woman's Elements Reihe von Whitney C. Cherry. Und das Video wird ein bisschen länger gehen. Ich werde euch einmal hinten den Klappentext vorlesen und einmal die Innenklappe. In der Innenklappe steht nämlich wirklich, worum es in dem Buch geht. Und hinten sind manchmal nur so ein bisschen Zitate oder nicht sagende Texte. Und deswegen, legen wir am besten direkt los mit Band 1. Und zwar, wie die Luft zum Atmen. Dieses Buch werde ich sofort, nachdem ich das Video gedreht habe, anfangen zu rereaden. Und ja, legen wir einmal los mit dem Klappentext. Alle hatten mich vor Tristan Cole gewarnt, mich angefleht, ihm aus dem Weg zu gehen. Er ist ein Monster, er ist verrückt und er ist tief verletzt, Liz, haben sie gesagt. Er ist nichts als die hässlichen Narben seiner Vergangenheit. Doch was sie alle ignorierten, war die Tatsache, dass auch ich ein bisschen verrückt und tief verletzt war. Dass auch ich Narben hatte und keiner von ihnen bemerkte, dass ich an Tristans Seite endlich wieder atmen konnte. Denn nicht zu vergessen, wie man atmete, das war das Schwierigste, weil man ohne den Menschen leben musste, die man von ganzem Herzen liebte. Als Elizabeth mit ihrer kleinen Tochter Emma nach über einem Jahr nach Meadows Creek zurückkehrt und wenige Meter vor ihrem Haus einen Hund anfährt, ahnt sie noch nicht, dass dies die erste missglückte Begegnung mit ihrem neuen Nachbarn ist. Der verzweifelte und von Kopf bis Fuß tätowierte Tristan Cole ist außer sich und gibt Elizabeth mehr als deutlich zu verstehen, dass sie sich besser von ihm fernhalten sollte, wenn kein weiteres Unglück geschehen soll. Und auch in dem kleinen Ort in Wisconsin ranken sich seltsame Gerüchte um den Fremden. Tristan sei wild und berechenbar ein Monster und Liz solle sich ja nicht in seine Nähe begeben. Doch so sehr alle versuchen, Liz vor ihm zu warnen, kann die junge Mutter der Anziehungskraft nicht widerstehen, die der geheimnisvolle Mann auf sie ausübt. Denn so gefährlich er auch sein soll, schon beim ersten Blick in seine sturm umtosenden Augen sah Liz einen Schmerz, den sie selbst nur allzu gut kennt und der ihr sagt, dass Tristan Cole der Einzige ist, der ihr geben kann, wonach sie sich seit einem Jahr von ganzem Herzen sehnt. Für mich war das mein erstes Buch von Whitney C. Cherry und wie alle anderen Bücher von Whitney C. Cherry auch, es ist total bewegend. Wir haben extreme Schicksalsschläge und nicht nur einen Schicksalsschlag pro Buch, den wir wegstecken müssen, finde ich. Es ist total herzzerreißend, total bewegend und total heftig zum Teil. Und hier im ersten Teil der Woman's Elements Reihe, ich habe einfach die Tochter von der Liz so unglaublich geliebt, die Emma, die ist unglaublich süß und auch wie er mit ihr umgeht. Richtig niedlich. Und hier haben wir natürlich ein Monster, was er vorgibt zu sein, und wenn man hinter die Fassade schaut, dann sieht man halt, wie verletzt er ist. Und wenn ihr genau wissen wollt, was die beiden so verbindet und was noch so alles passiert, ich kann nur sagen, dass es am Ende richtig spannend war. Es war so nervenaufreibend, ich hatte richtig Angst beim Weiterlesen. Aber dieser Teil ist unglaublich toll und ich werde ihn direkt rereaden, wenn ich dieses Video abgedreht habe. Ich freue mich schon sehr darauf und dann bekommt ihr auch eine Rezension. Machen wir mit Teil 2 weiter. Wie das Feuer zwischen uns. Ich muss vorweg sagen, das ist der Teil, von dem ich noch am wenigsten weiß. Also, da kann ich leider nicht so viel darüber sagen. Es gab einmal einen Jungen, den ich liebte. Logan Francis Silverstone und ich waren das komplette Gegenteil. Ich tanzte, er stand still. Er brachte kein Wort heraus, ich hörte nie auf zu reden. Er konnte sich kaum ein Lächeln abbringen, während ich zu keinem einzigen finsteren Blick fähig war. Doch in der Nacht, als er mir die Dunkelheit zeigte, die in ihm tobte, konnte ich nicht wegsehen. Wir waren beide zerbrochen und zusammen doch irgendwie ganz. Alles an uns war falsch und doch fühlte es sich irgendwie richtig an. Bis zu dem Tag, als ich ihn verlor. Es gab einmal einen Jungen, den ich liebte, und ich glaubte ein paar Atemzüge lang. Für einige wenige Momente liebte er mich auch. Elissa Walters glaubte,
Glaubt, ihr Herz bleibt stehen, als sie Logan in der hintersten Ecke des kleinen Diners, in dem sie bedient sitzen, sieht. Früher einmal waren sie unzertrennlich, obwohl jeder in True Falls ihnen deutlich zu spüren gab, dass sie nicht zusammenpassten. Sie hatten gemeinsam von einer Welt geträumt, in der niemand dachte, dass Logan Francis Silverstone nicht gut genug für die hübsche Alyssa sein könnte. Bis er ihr in einer tragischen Nacht bewies, dass alle recht gehabt hatten. Bis er Alyssa verließ, als sie ihn am meisten gebraucht hatte. Doch jetzt nach 5 Jahren und 1810 unbeantworteten Nachrichten ist Logan zurück. Und mit ihm auch das schmerzliche Feuer, das über all die Jahre nicht erloschen ist. Logan weiß, dass er Alyssa aus dem Weg gehen sollte, weil sie sich ein Leben ohne ihn aufgebaut hat, weil sie ihr Herz vor ihm beschützen muss. Doch die Erinnerung an seine glücklichsten Momente, die alle mit Alyssa verbunden sind, ist so stark, als dass er auf seinen Verstand hören könnte. Alyssa zieht ihn an wie ein Feuer in der Nacht und ob er will oder nicht, sind sie sich näher als jemals zuvor. Für einen Moment schlägt sein Herz wieder im Rhythmus von ihrem. Für einen Moment sind ihre Tränen wieder seine. Für einen Moment sind sie wieder verbunden zu einer Flamme, die jede Dunkelheit erhält. Doch wenn das Leben Logan eins gelehrt hat, dann, dass nach dem höchsten Flug ein tiefer Fall kommt, auf jedes Heil der Abgrund folgt und er Alyssas Welt gerade ein weiteres Mal zu zerstören droht. So ein paar Details weiß ich noch, aber ich möchte jetzt nichts Falsches sagen und deswegen, ich weiß nur, dass es auch ziemlich berührend und ziemlich heftig war, aber dass es der Teil ist, der mir am wenigsten von dieser Reihe gefallen hat. Mal sehen, wie es beim zweiten Mal lesen ist. Ich weiß ja überhaupt nicht mehr, worum es geht. Ich kann das eigentlich überhaupt nicht mehr einschätzen. Aber ja, Teil 2. Kommen wir zum dritten Teil. Und zwar, wie die Stille unter Wasser. Momente. Die Menschen erinnern sich vor allem an Momente. Denn das Leben ist eine Summe aus einer unendlichen Anzahl von Momenten. Manche sind grausam und voller Erinnerung an nicht vergangenen Schmerz. Manche sind unglaublich schön und voller Versprechen, die auf einen besseren Morgen hoffen lassen. Ich habe in meinem Leben viele solche Momente erlebt. Momente, die mich veränderten, die mich herausforderten. Momente, die mir Angst machen und mich in die Tiefe rissen. Doch die größten Momente, die mir das Herz brachen und den Atem raubten, habe ich alle mit ihm erlebt. Alles begann mit einem Nachtlicht, das aussah wie eine Rakete und einem Jungen, der mich nicht lieben wollte. Sollte der schönste Tag in ihrem Leben werden, doch durch ein schreckliches Erlebnis verliert die junge Maggie May ihre Stimme. Seitdem leidet sie unter Panikattacken und kann das Haus nicht mehr verlassen. Von ihrem Zimmerfenster aus muss sie zusehen, wie sich die Welt ohne sie weiterdreht. Während ihre Familie an Maggies Schweigen zu zerbrechen droht, verschanzt sie sich immer mehr hinter Tausenden von Büchern, die ihr Geschichten erzählen, die sie selbst niemals erleben wird. Der Einzige, der noch zu ihr vordringen kann, ist Brooks Taylor, der beste Freund ihres Bruders. Nur er glaubt noch daran, dass Maggie eines Tages wieder vor die Tür treten und ein normales Leben führen wird. Und das erste Mal seit langer Zeit träumt auch Maggie davon. Sie verliebt sich mit jedem Tag mehr in den aufstrebenden Musiker. Doch dann gelingt Brooks mit seiner Band der große Durchbruch. Schweren Herzens betritt er eine Welt, in die Maggie ihm nicht folgen kann. Und Maggie sieht ein, dass man auch aus dem schönsten Traum aufwachen muss, wenn man nicht den Mut findet, ihn zu leben. Dies ist mein Lieblingsteil dieser Reihe und vermutlich ist es auch immer noch mein absolutes Lieblingsbuch auf der ganzen Welt. es ist sehr heftig. Nicht nur einmal im Buch. Es gibt da so viele Stellen, die richtig schwer sind und richtig einfach nur heftig und sehr viel Herzschmerz verbreiten und einfach nur wehtun und aber es ist so gut, es ist so gefühlvoll geschrieben, es ist wunderschön, es ist voller Zitate, wie ihr sehen könnt, das sind alles Post-its. es geht um die Liebe zur Musik und zu Büchern, also es ist einfach nur perfekt und es tut weh, aber es ist schön, es ist unglaublich schön, es ist eines der liebsten Bücher, die ich kenne und ja, das muss auf jeden Fall gelesen werden von jedem von euch, yay! Kommen wir zum vierten und letzten Teil und zwar wie die Erde um die Sonne.
Graham und ich waren nicht füreinander bestimmt, und doch hatten wir zusammen unsere höchsten Höhen erreicht und waren zusammen in die tiefsten Tiefen hinabgestürzt. Seine Luft war zu meinem Atem geworden, sein Boden war meine Erde, die Flammen seines Herzens waren mein Feuer und seine Tränen mein Wasser. Sein Geist wurde zu meiner Seele, und dennoch ist nun der Moment gekommen, an dem wir Abschied nehmen müssen. Nach dem Tod seines Vaters und mit einer Deadline im Nacken will Bestsellerautor Graham Russell nur eins: seine Ruhe. Doch als seine Frau Jane ihn und seine neugeborene Tochter von einem auf den anderen Tag verlässt, hat er plötzlich ganz andere Probleme. Völlig überfordert mit der kleinen Taylan wendet er sich an Janes Schwester Lucy, obwohl er genau weiß, dass sie alles nur noch mehr durcheinander bringen wird. Wie ein Wirbelwind rauscht Lucy in sein Leben, kümmert sich liebevoll um seine Tochter und überstrahlt mit ihrem Lächeln die Dunkelheit, mit der Graham sich normalerweise umgibt. Er will sie nicht bei sich haben, und doch merkt er bald, dass Lucy überraschend heilsam für seine abweisende Seele ist. Wenn ihr Blick ihn trifft, verschwindet für einen kurzen Moment die Kälte aus seinem Herzen, und für den Bruchteil einer Sekunde spürt Graham ein wenig von dem Schmerz, der tief in ihr zu wohnen scheint. Mit Lucy hat er das erste Mal das Gefühl, jeden Tag zu leben, als wäre es die letzte Seite seiner Geschichte. Jeden Moment zu atmen, als wäre er das letzte Wort. Doch je stärker die Anziehungskraft sie im Griff hat, desto deutlicher spürt Graham, dass er und Lucy nicht zusammen sein können. Auch eine Geschichte, die mich unglaublich berührt hat und die auch zu meinen Liebsten gehört. Und ich muss gestehen, all meine Lieblingszitate, also die Zitate, die mir wirklich die Welt bedeuten, kommen aus dieser Reihe. Das fällt mir gerade so ein. Und ja, die Bücher sind unglaublich toll und sie bedeuten mir alle total viel, und ich freue mich so unfassbar sehr, alle noch einmal zu rereaden und in die Geschichten einzutauchen. Und ich hoffe, dass ihr durch dieses Video auch Lust bekommen habt, um in diese Geschichten hier einzutauchen. Und ja, dass ich ein bisschen Freude für diese Reihe hier an euch weitergeben konnte. Und ja, greift bitte zu dieser Reihe. Unglaublich wunderschöne Liebesgeschichten, unglaubliche Schicksalsschläge und Herzschmerz, aber auch ganz viel Liebe. Und ja, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback da und erzählt mir, ob ihr die Reihe schon gelesen habt, ob ihr sie geliebt habt. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Ciao!